Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Heute mal mit einem ganz anderen Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Es wird keine neue Serie, ich möchte es euch nur vorstellen. Es ist am 1.9. auf Steam erschienen. Sein Titel ist Lake. Es wurde auf der Gamescom angekündigt, dass es jetzt kommen soll. Es ist zunächst für PC und für die Xbox erschienen, aber für andere Konsolen soll es auch noch erscheinen. Lake ist ein Adventure-Spiel, das sich um die junge Frau Meredith Weiss dreht, die sich eine Auszeit in der Großstadt und in ihrem Job einer Computerfirma nimmt, um ihren Vater zu helfen, um dass er einen Urlaub machen kann. Sie muss in ihrem Heimatstädtchen, in dem sie geboren ist, in Providence Oaks, Post ausliefern. In diesen kleinen, skurrilen Ort kommt sie mit Bekannten aus ihrer Jugend und ihrer Kindheit zusammen und auch Kontakte mit neuen Personen, mit denen sie auch unter anderem eine tiefere Beziehung eingehen kann. Es liegt am jeweiligen Spieler selbst, wie sich Lake entwickelt. Ich werde das Spiel 30 Minuten spielen und dann werde ich die Aufnahme abbrechen und ihr könnt dann selbst entscheiden, ob es was für euch ist. Es ist zurzeit auch auf Steam noch in einer Demo-Version zu erhalten. Also, wir legen mal los. Es ist ganz normale Einstellung, kann man mal reinschauen. Geschwindigkeit, Kamera kann man einstellen. Die Grafik, Qualität, Spielverlauf. Den Sound kann man etwas runterdrehen. Ich habe ihn schon etwas runtergedreht. Es ist in mehreren Sprachen erhältlich. Unter anderem auch Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch. Das scheint ja irgendwie vereinfachtes Chinesisch und Japanisch oder Koreanisch und Türkisch. Wir spielen es natürlich in Deutsch. Und die Steuerung ist ganz simpel, wie bei anderen auch, mit der Maus und den WASD-Tasten. Kennt ihr ja. Shift für schnelleres Laufen. C nimmt man die Kamera in die Hand. Pause mit Escape. Terminkalender mit Tab, die Hupe mit Q und den Stadtplan, wie soll es anders sein, mit M. Wir gehen jetzt zurück und wir starten mal ein neues Spiel. Wie gesagt, 30 Minuten, dann ist Schluss. Ich werde auch nicht viel kommentieren, sondern schaut es euch an und entscheidet. Übrigens, man hat in den Einstellungen die Möglichkeit, diese Dialoge länger stehen zu lassen und erst mit dem Weiter-Button weiterzuschalten. Ich habe das mal ausgeschalten. Ich denke, es ist so, ist es langsam genug, dass man die Untertitel lesen kann. Hi Steve. Yes, we made the deadline. Oh, that's awesome. I feel so bad you couldn't make it. Hope you guys had a nice Labor Day party. Oh, yes. I mean, the band was great, and Mike fell in the pool. Oh, and then Roy got really sick. No, wait, Brian. And then he fell in the pool, too. No, Roy. Wait. Ah, well, I'll tell you all about it at work tomorrow afternoon. I won't be there for 2 weeks, remember? Oh, wait, yeah, but, do you really have to? 2 weeks is a lifetime. Yeah, Steve, I really have to. But I will continue testing for Addit. Oh, okay. Right. Awesome. You know, I better get some sleep now. My plane leaves early in the morning. Okay, Meredith. Have a wonderful flight. I'll talk to you soon.
Thanks so much for picking me up, Mr. Coleman. Mr. Coleman? Please, just call me Frank. We're colleagues now, after all. Well, okay, Frank. Thanks so much for making time for me on Labor Day. No problem, Meredith. Postal workers always have each other's back. Your dad helped me dozens of times whenever I was in a bit of a pickle. Well, I hope I can fill his shoes. He hardly ever missed a day. I'm sure you'll do great. You know what? While we're en route, why don't we deliver some mail in our beautiful little lake town? Weiter-Button auch deshalb deaktiviert, weil ich habe vorhin schon mal reingeschaut. Und mit Weiter-Button würde das jedes Mal das Auto anhalten, ganz kurz, bis man auf Weiter geklickt hat. Mit E. Und das, dann bleibt immer das Auto kurz stehen und dann geht's erst weiter. Das irritiert ein bisschen und sieht auch nicht schön aus. Also meine Empfehlung ist, den Weiter-Button zu deaktivieren. And there's our first stop. Okay, sir, what's the plan? Delivering mail is like a walk in the park, with mailboxes. Take this bag, walk to the mailbox, and insert the mail. Nothing too difficult, right? I think I should be able to face the challenge. Ha, I bet. Didn't you go to MIT? Yeah. I left here for Massachusetts 22 years ago. Shouldn't you get a job in computers then? That's really booming right now. Well, actually, Hold that thought. We just arrived at our next address. It's a package this time, so you'll have to get it out of the back. I'll leave it on the doorstep. You're getting the hang of it. So, where were we? Computers. Should I buy one? Well, it depends on what you want to use it for. Bookkeeping. I always make a mess of my tax returns. Can't a computer do that for me? Sure, there are programs for that, but you'll still have to put in some work yourself. I was afraid you were going to say that. I'll bug you about it another time. Our next address is right around the corner. Ah, there's no place like home. Sure isn't. Can't wait to get home either. The Mets are playing the Giants. Oh, before I get out, what time do I start tomorrow? 7 a.m. sharp. Just check in at the post office. Okay, Frank. See you tomorrow. Adios. Hi, Meredith. I just wanted to let you know that Dad and I landed safely. The Florida weather is all they said it was. Also, Mom und Dad sind in Florida. Habt ihr jetzt gelesen? Und typisch Mutter, Gefrierschrank, oder typisch Mama, Gefrierschrank voll. Der Blaubeerkuchen steht auch im Schrank. It's Steve.
I didn't get the chance to say it earlier, but thanks so much for being a trooper. I know you had other plans for Labor Day weekend, but nailing the deadline for ad at 87 could very well be the most important milestone in our company's history. Enjoy your well-deserved time off. Don't get too used to it. Just kidding. Or am I? I'll talk to you later. Good morning, Meredith. Ready for your first day? So, ab jetzt vorher, das war alles noch Einleitung. Ab jetzt müssen wir unsere Dialoge selber aussuchen. Good morning, Frank. Ready to rock. It's a great day to be on the road. I already filled up the mailbag in the truck, so you're good to go. Oh, I forgot to tell you. There's a map in the cabin, in case you get lost. Thanks, I'll probably need that. Bon voyage! Hello there, big cuddly guy. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen in die 216 Main Street. Wollen wir mal schauen. Wo die 216 Main Street ist. Das ist gar nicht so einfach. Das ist das Postamt. Main Street, wir sind in der Main Street. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem Postauto. Wir fahren mal mit unserem Postauto. Wir packen das wieder hinten rein. Nee, das sollte doch alles wieder reintun. Mitnehmen? Nee, du sollst nichts mitnehmen. What on earth did these folks order? So, wie kriege ich den Quatsch jetzt wieder los? Irgendwie müssen wir das hier ablegen können. Mitnehmen, schließen. F. Ah, jetzt haben wir das jetzt abgelegt. Jawohl, mit F können wir es ablegen. So, jetzt setzen wir uns mal in unser Auto. Und schauen mal auf M, wo wir hin müssen. In die Main Street. Wo ist das jetzt? Also hier kann man das festlegen wahrscheinlich. Wir fahren erstmal hier hin. So. Wegmarke platzieren mit X. Na, hier steht ja alles da.
Lieferliste ausblenden, schließen. So, müssen wir, können wir das... Ich habe nämlich was gelesen, ob wir das... Ob wir automatisch fahren, weh zum Fahren. Also müssen wir selber fahren. Alles klar. Wo müssen wir lang? Hier vor müssen wir. Alles klar. Wir müssen das, die Einstellung müsst ihr auch geben, dass wir hier automatisch fahren. Das ist wieder nach meinem Geschmack, mit solchen Karren hier oben zu fahren. Wir wollen ja auch nicht gleich Omas hier umfahren. Wir sind doch glatt weg in die falsche Richtung gefahren, Leute. Wir sind in die falsche Richtung gefahren, da müssen wir hier irgendwo wenden. Klasse. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Die laufen hier aber wirklich wie die ersten Menschen. Seht ihr das? Na, typisch so Provinznest. Die dackeln da mal so. Wo ist er? So schön langsam über die Straße, dann fällt er mitten auf der Straße ein, dass er in die falsche Richtung läuft, dass er eigentlich doch woanders hin will. Alter, 50 Meter gibt es hier. Der drängelt sich hier vorbei. Was ist hier? Wo müssen wir jetzt hin anschließen? Wir müssen rechts rum, alles klar. Also das, muss ich ehrlich sagen, war noch nie meine Stärke, so mit Tastatur zu fahren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Sind wir jetzt an unserem Ziel schon vorbeigefahren? Ja, sieht so aus. Ja gut, fahren wir mal hier an der Seite. Main Street müssen wir als erstes wohl. Terminkalender. Nee, es passiert nichts weiter. Gut. Hier müssen wir doch hin. Genau, hier müssen wir einen Brief einschmeißen. Here's your mail.
So, wie müssen wir jetzt weiter? Gucken wir mal auf unsere A hier. Das nächste ist hier. Bärkrieg. Wir müssen Main Street 103. Müsste ja eigentlich das nächste sein, oder? Was nehmen wir da? Ein Brief. Das ist doch schon die 104 hier. Wo ist denn da die 103? Na, steigen wir mal aus. Müsst ihr eigentlich hier gehen? Wie kommen wir jetzt wieder in den Tourenkalender rein? So, der 103 Main Street, wo ist denn? Kann man das ja nicht irgendwie automatisch machen? So, das ist der 500. Main Street 103 war dort hinten. Das war auch komisch. So, da fahren wir hier. Hier müssen wir ein Paket ausliefern. Alles klar. Gut, jetzt habe ich das auch langsam begriffen. Alles klar. Steigen wir aus. So. Ist doch nicht das Richtige. Doch, müsste es richtig sein, oder? Doch, dann nehmen wir das hier. Also, Lake Road 200 müsste ja eigentlich direkt hier vorne sein. Das ist der 104. Die Lake Road müsste eigentlich hier die Querstraße sein. Komm, beweg dich mal ein bisschen schneller. Welche Nummer ist das? Ist das die Lake Road? 103, also... Naja, das ist keine Lake Road. Wo ist denn die Lake Road? Leute, das ist gar nicht so einfach. Also gehen wir mal wieder zurück zu unserem Auto. Legen das wieder hinten rein. Das wird ein erster Arbeitstag. Das ist. Die sind froh, wenn ich hier wieder abgehauen bin. F, jetzt legen wir das rein. Alles klar. Jetzt müssen wir nochmal in unseren Stadtplan gucken. Lake Road 200. Muss doch hier sein. Hier ist unser Auto. Das ist die Lake 300 Lake Road. Naja gut, wir steigen erstmal in unser Auto wieder ein und schauen mal, wo wir hier hinkommen. Ob das hier vorne die Querstraße ist. Sehen ja auch keine Straßenschilder da. Gut. Sag mal gut, alles klar.
few days. I won't even need that map. Ist das hier die Lake Road? Ich weiß es nicht. Nee. Wir gucken erstmal nach dem Straßenschild. Hier steht ja auch nichts. Wir sind schon dran vorbei, ne? Das begreife ich nicht so richtig, muss ich euch ehrlich sagen. Das ist mir schon wieder irgendwie ein bisschen suspekt hier. Sind wir schon wieder dran vorbei? Es gibt ja gar nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist es schon mal nix, muss ich euch ehrlich sagen. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Fahren wir hier halt mal ein Stückchen. Jetzt müssten wir hier ein Paket abliefern. Was ist denn das von der Adresse? Also normalerweise müssten wir jetzt hier ein Paket abliefern. Lake Road, dann was war die Nummer? Muss da mal hier einen Brief abgeben, oder? Wir gehen mal hier hinten ran, alles klar, wir machen mal auf. Ja, hier haben wir jemanden, mit dem wir quatschen können. Hi there. I've got some mail for this address. You're not Frank. Luckily, I don't think a mustache would suit me. Haha, real funny. But that doesn't explain why Frank gave you the keys for the goose. The goose? Yes, your white and wobbly van, duh. I'm Lori. I'm Providence Oak's mechanic. And I'm the one who keeps the goose running. Aren't you a little young to be a mechanic? My father has been teaching me since the day I was born. There is no one better in PO than me. And I have to get back to work now. But I suppose you may drive the goose. On one condition. If there's ever anything wrong with it, you bring it back to me, yes? All right, I promise. Good! Perfect. Did Frank tell you about the radio? No. It currently only receives the local station. Plus, sometimes it cuts out altogether. If that happens, just give it a big old bang on the dashboard and that should fix it right up. I'm working on it, I promise. Okay. Thanks, Lori. No problem, Miss W. Na ja, gut. So, und jetzt machen wir hier weiter. Fahren wir weiter. Ja, das Radio können wir einschalten. Gut.
Jetzt müssen wir, glaube ich, fast um den ganzen See rumfahren. Ich habe wenigstens ein bisschen das Üben mit dem Autofahren hier. Let me think. Where was Bear Creek again? Wo fahren wir denn hin? Oh, es kommt uns aber ein Brummer entgegen hier. Ja, wo sind wir denn jetzt mal? Gucken wir mal auf unsere Karte. Seht ihr unser Auto irgendwo? Ach ja, hier hinten sind wir. Gut. Wir sind ja schon ein ganzes Stück rumgefahren hier. So, also ich bin ehrlich, ich bin noch nie so ein guter Autofahrer hier in solchen Spielen gewesen. Und wenn, versuche ich dann immer mit Gamepad zu fahren. Anhalten, oder? Ja. Nee, müssen wir nicht. Wir sind auf der Hauptstraße. Die hier drüben, die haben das Stoppschild gehabt. So, schauen wir mal wieder auf die Karte. So, was ist hier? Was ist? Wir sind mal dran vorbeigefahren. Was ist das jetzt? Ach, das ist ein Motel. Alles klar. Da brauchen wir nicht hin. Wir müssen jetzt hierher. Da fahren wir nochmal hin. Die 500 Lake Road, also Seestraße. Alles klar. Gut. Also, versuchen nochmal unser Glück hier. Used to think our Spanner Dam was just as big and famous as Hoover Dam. Then I visited Hoover Dam. Oh, ich komme ins Ende entgegen. Muss man wieder Zeit. Ah ja, meine Freunde, das ist gar nicht, also für mich ist es nicht so einfach. Ich habe da nicht so die Übung drin, aber so, jetzt müsste man ja eigentlich fast schon am Ziel sein, oder? Na, so sehr weit ist es nicht mehr. Bei der nächsten großen Linkskurve müsste es ja schon sein. Das stimmt aber nicht so richtig, oder? Also hier müsste es doch irgendwo sein schon, denke ich mir mal. Hier ist jedenfalls ein Gebäude, oder ist das kein Gebäude? Ne, das ist ein Felsen. Wir sind aber gleich dort. Gut. Aber so richtig stimmt die Karte auch nicht mit den vielen Kurven, die hier drin sind. Hier ist Steiner. Da können wir wohl erstmal Mittag machen, oder? Wollen wir erstmal Mittag machen hier? Wir fahren mal auf den Parkplatz von Steiner. And there's Stan's Diner. Wait, it's called Moe's Diner now? Ja. Da fahren wir mal auf den Parkplatz her. Wir brauchen die große Karre, brauchen wir zwei.
Mal gucken, ob man hier was machen kann. Da sind wir doch schon. Lake Road 500. Das ist doch der Diner. Ne? Guck an, da haben wir doch... Da sind wir doch vollkommen richtig hier. Perfekt haben wir das hingekriegt. Ohne zu wissen. So, also dieses Teil liefern wir hier noch aus. Das schnappen wir jetzt. Meredith Wise? As I live and breathe. Come here, hon. Now, let me look at you. My, oh my. A few lines here and there, and the occasional gray hair. But by gosh, it's you, all right. Wow, Maureen, long time no see. I feel so old. Oh, don't be like that now. It suits you. Age only makes a person more distinguished, is what I always say. To the mirror. Now come here. Tell me everything. Okay, one quick drink then. I know you're busy, huh? Little bird told me all about your temporary mail job already. News goes around pretty quickly around here. So, coffee? Something stronger? I warn you, I will not take no for an answer. Coffee sounds good. Thanks. Two coffee, coming right up. And one piece of blueberry pie, if I remember correctly. You had one almost every afternoon after school at one point. Oh, you know me too well, Maureen. Always have, always will. Ashley, one blueberry pie. And Ashley, could you keep an eye on the bar for me for a bit? I'm gonna take my break now. You're a real trooper. Ashley? Oh, sweet Mary, what are you doing? Is everything okay, hon? Ashley hat offensichtlich die ganze Küche zerlegt. Maybe you should check that out. Honestly! First the roof and now this? Ugh, that poor kid is like a disaster magnet. I'm sorry, Meredith. Looks like I've got my hands full for a bit. Next time, I want to hear everything, you hear? Don't be a stranger now. Los, Alter. Machen wir wieder los. Also, meine Freunde, das war's jetzt erstmal. Entscheidet selber. Ob das was für euch ist. Wie gesagt, ist Demo gibt's bei Steam noch. Kostenlos. Das Spiel selbst soll wohl 19,99 kosten. Unterhaltung ist jedenfalls geboten, denke ich mir. Schon allein durch die Dialoge, die man hier führen kann. Und man kann ja sehen, wie sich das hier alles so weiterentwickelt. Ich sag dann mal Tschüss, meine Freunde. Das war mal ein kurzer Einblick in Lake Road.